Guten Morgen, heute ist Glitzmiss-Tag Nummer 4. Ich bin schon ein bisschen länger wach. Wir haben jetzt 8.10 Uhr. 8 Uhr? Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen länger wach und war auch schon im Kaufland. Weil da gibt es so leckere Croissants, so Schinken-Käse-Croissants. Und ja, die hole ich mir so, ich würde mal sagen, einmal in 3 Monaten. Also wenn ich so richtig, richtig Lust dazu habe, weil die sind morgens frisch, warm, knusprig und schmecken richtig gut. Und deswegen, ja, also heute war wieder so ein Tag, wo es mich, wisst, kennt ihr das? Ihr steht morgens auf und denkt euch so, jetzt möchte ich, keine Ahnung, XY essen. Und so war es bei mir halt heute Morgen mit dem Croissant. Hier kann ich euch ja mal ganz kurz einblenden, als ich im Kaufland war. So, ich bin jetzt im Kaufland und Mr. Perfect ist auf der Arbeit. Den habe ich gerade... Oh. Oh no. Den habe ich gerade abgesetzt und meine Parkkarte ist hier jetzt runtergefallen. Hier. Oh no. Da ist sie wieder. Jetzt gehen wir mal rein und holen mir Essen, damit ich heute arbeiten kann. Ja, jetzt habe ich noch die hier gefunden. Ein bisschen Obst und dann gehe ich nach Hause. Genau, und jetzt gehe ich mal hoch und wecke den kleinen Mr. Louis, weil er noch schläft. Und er hat irgendwie auch morgens gar keine Lust mit aufzustehen. Ich weiß gar nicht warum. Der ist halt einfach echt so ein Langschläfer, habe ich das Gefühl. Oh, Babylein hat gut geschlafen. Ja. Und tschüss. So, Louis und ich sind jetzt Gassi. Ja. Und es ist so kalt geworden, ne? Und es soll schneien und ich freue mich. Hey, Baby. Hi. Hi, Baby. So, ich bin jetzt fertig und habe ein Video gedreht. Und das war aufwendig. Dann habe ich dieses Video geschnitten und bearbeitet und jetzt lädt es gerade hoch. Das ist nämlich das Video... was hast du hier im Ohr? Warte! 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 Was hast du da? So, sorry, der Louis hatte irgendwas im Ohr. Das Video ist gestern online gegangen. Das ist der Drogerie-Look und zwar trage ich den auch heute. Ja, also nur mit Drogerieprodukten und ich glaube, ich müsste mal meinen Lippenstift nachziehen, weil ich glaube, der sieht nicht mehr so gut aus. Ja, es geht so. Jedenfalls werde ich jetzt noch kurz meine Spülmaschine ausräumen, dann die Spülmaschine einräumen und dann, wer hätte es gedacht, ich komme wieder nicht zum Dekorieren, denn ich muss jetzt noch zur Post Pakete abgeben und da stehe ich wahrscheinlich mal wieder 20 Minuten an, wunderschön. Und dann... Und dann, oh Gott, mein Kopf, mein Gehirn. Dann muss ich noch ganz viele E-Mails beantworten. Ich glaube 5, 6 auf jeden Fall. Und dann glaube ich, insgesamt sind es aber 9. Und die sind halt alle wichtig. Es gibt keine, die nicht wichtig ist. And after that, I need to go to the city and buy a present for my BF Gaga. Ja, die Gaga hat heute Geburtstag und wir gehen heute zu ihr. Also Family und Freunde sind eingeladen. Dort gibt es ein bisschen was zu essen. Wir sitzen zusammen und am Samstag ist dann die Party für uns jungen Menschen. Also heute sind halt ihre Eltern auch da und ihre Tanten und so. Genau, also ein voller Plan und ich, ja. Ich komme wieder nicht zum Dekorieren. Louis, Mutti kommt wieder nicht zum Dekorieren. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Dann höre ich jetzt mal hier auf, rumzugoschen und rumzumeckern und gucke jetzt mal nach meinem Video. Also, es ist echt krass. Unser Internet ist so, so schlecht.
Und zwar zahlen wir im Monat 40 Euro und haben echt eine gute Leitung. Vor allem die Upload-Geschwindigkeit ist echt nicht schlecht. Und jetzt haben wir sogar ein Upgrade gemacht und zahlen 10 Euro mehr und haben nochmal eine höhere und bessere und stärkere Leitung. Und jetzt sitze ich da seit anderthalb Stunden und mein Drogerie-Look braucht echt anderthalb Stunden für eine Datei von 6 Minuten irgendwas. Und jetzt steht hier 56% hochgeladen und noch 30 Minuten. Hammer. Hier, Drogerie-Look. Noch 30 Minuten. Und wir haben schon 15.22 Uhr. Wisst ihr, was ich am meisten hasse? Ich habe nämlich schon wieder, und das passiert mir jedes Mal, auf Instagram vorhin, so um 12 war es oder 1, habe ich angekündigt, ja, heute um 15 Uhr kommt ein neues Video, weil ich mir sicher war, dass wenn ich das um 14 Uhr hochlade, dass das, also um 15 Uhr ist es bestimmt online. Ja, Pustekuchen, wir haben jetzt 15.23 Uhr und das Ding braucht echt noch 30 Minuten. So, mein Video ist jetzt endlich online und zwar richtig online, also es verarbeitet nicht mehr. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Stadt. Ich habe an diesen Pulli vom Primark. Ist das eigentlich überhaupt sauber? Dann diese Kette von Sassy Classy und dann diesen Rock. Genau, und eine Strumpfhose von Primark und meine Overknees, die bei mir eigentlich keine Overknees sind, wie ihr sehen könnt. Fängt hier unten meine Kniescheibe an und hört hier oben auf. Die sind von Tamaris, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und die finde ich wunderschön. Und ich verlinke euch natürlich alles, was ich anhabe, falls ich es unten finde oder eben ähnliche Sachen. Und ja, das ist mein Outfit. Tararara. Und ich muss jetzt los und habe keine Zeit mehr. Bis gleich in der Stadt. Mission Geburtstagsgeschenk erledigt. Wir waren super schnell, aber auch nur aus einem Grund, weil wir Hunger haben und wir müssen kurz zum Rossmann. Und nun begeben wir uns zur Geburtstagsparty. Ja! Rechts vor links, bitte beachten! Ha, der lässt ihn ein, das gibt's doch eder. Ha, viele Denkel auch, ja, ja. So, wir sind jetzt gleich beim Geburtstagsgang! Und ich wiederhole mich, glaube ich, zum 100. Mal, aber da gibt's gleich Essen. Ich Hunger habe. Ja, auf jeden Fall habe ich schon gesagt, dass wir auf der Post waren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das Geburtstagsgeschenk gekauft, die Geburtstagskarte, alles geschrieben, bei der Post gewesen. Und jetzt. Geburtstagskind. Ja. Zur Feier des Tages gibt es, was ist das? Wasser, Zucker und Rakia, gell? Ja. Ja. Und das ist warmer Tee. Serbischer Tee. Serbischer Tee. Hi, hi, hi. Wir sind zu Hause und waren bis jetzt auf dem Geburtstag. Und ich wollte euch ganz kurz heute mein Adventsgeschenkchen zeigen. Und zwar waren diese süßen Söckchen drin. Guck mal, die haben so Bommel dran und so Sterne. Ich gehe jetzt sowieso baden gleich und mich abschminken und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich die ja anziehen. Perfekt. Total wieder Rot-Weiß-Thema hier. Und was heißt Rot-Weiß? Richtig, Deko. Und was heißt Deko? Hier im Hause Delo noch nichts. Ich habe es immer noch nicht geschafft zu dekorieren. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich gar nichts mehr drüber sage, über dieses Thema dekorieren und nicht dekorieren. Weil ich glaube, wenn ich nicht mehr sage, ich dekoriere heute, dann mache ich es auch mal tatsächlich. Ja, falls ihr bei der Glitzmas-Verlosung teilnehmen möchtet und Lust habt, dann schaut bitte unten in die Infobox, da stehen alle Informationen, wie ihr teilnehmen könnt und so weiter. Und jetzt zeige ich euch ganz flott, was es heute Schönes gibt. Heute ist Thema Haare. Juhu! Einmal die Aussie 3-Minute Miracle Reconstructor Intensivkur für strapaziertes Haar. Ich mag Aussie sehr, sehr gerne und ich verwende selbst die Spülung und deswegen kann ich sie auch guten Gewissens weitergeben. Eine sehr coole Sache. Und dann gibt es noch zweimal Trockenshampoo und zwar einmal in der Duftrichtung Blush und einmal Tropical. Das sind diese kleinen Größen. Ja,
aber reicht auch vollkommen aus. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, mitzumachen und diese drei Sachen zu gewinnen, dann schaut in die Infobox. Und wünsche euch an dieser Stelle einen fabelhaften Tag und einen fabelhaften Abend. Schaut euch doch bitte gerne diese zwei Videos an. Das sind das ist einmal der Drogerie-Look von gestern, also Glitzmistag Nummer 3. Und Glitzmistag Nummer 2 ist hier verlinkt. Da habe ich euch auch ein bisschen mitgenommen mit der Kamera. Und dann sehen wir uns ja morgen wieder mit einem neuen Video. Ich freue mich auf euch. Schlaft gut. Oder guten Morgen, wann auch immer ihr das anguckt. Oder guten Tag. Tschüss.